Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 19. November 2023, 8.58 Uhr hier auf Seychellen. Fast hätte ich es vergessen, doch Jorna ist hier, um Rüben zu verkaufen. Doch nur bis Mittag, also zögert nicht so lang, wenn ihr euren Vorrat aufstocken wollt. So, das war's für heute. Dann viel Spaß euch allen. So, willkommen im Video. Diesmal keine Melinda, es ist sich nicht ausgegangen. Ich habe den anderen Teil. Ich wollte nur sagen, wir laden jetzt Gaming-Videos ein. So steht das jedenfalls da. Ich werde da gleich einen Kommentar dann schreiben. Wir sehen uns gleich wieder. Wieso? Ich war auf kostenpflichtiges Treasure Islands, kam auf Twitch bei Sakura Gaming um 22 Euro bis zum 24.05. habe ich gestern gekauft. Ja, komm, kriegt man eine Einladung zum Discord. Ganz kompliziert, ich erkläre das nachher. Jetzt wird der Flugsteiger mal geöffnet. Ein Dodo-Code lautet so. Warte, habe ich irgendwas zum Aufschreiben? Gut, dann warte. Da, ich habe das ja, das Kommentar offen. Ne? Lautet M2R. Ja? 1B. Meine Tastatur ist, glaube ich, kaputt. Die hat nichts geschrieben. M2R1B. So, ich habe es geschrieben. Jetzt ist es da. Okay. Bis 16.30 Uhr gilt der. Jetzt haben wir es 15.31 Uhr. Also eine Stunde hat der gute oder die gute Zeit. Ich werde immer wieder ein Auge drauf haben. Und ja, ich würde dann sagen, ich gehe runter. Und nehme die Switch mit und ich renne dann sofort drauf halt, ne? Ich bin im ersten Stock und ich renne runter ins Wohnzimmer, ins Erdgeschoss und ich renne dann, würde ich mal sagen, so schnell wie ich kann rauf, damit wir sehen, wie es dort aussieht auch. Wir werden auch seine Insel besuchen, ne? Ich glaube, es schadet nie, wenn wir dann den Dominik und noch ein paar andere YouTuber haben oder auch Zuschauer haben. Ihr könnt euch, wie gesagt, jederzeit melden. Der Link vom Freunde-Code müsste in der Videobeschreibung sein. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich in den Kommentaren. Ich würde das dann sofort ausbessern für alle Videos. Und sonst halt nur für die zukünftigen. Ihr könnt euch mit mir befreunden. Ich werde bei jedem Ja sagen. Gibt es halt mit der Switch und so Probleme. Werden wir uns nochmal in den Kommentaren oder in einem Video das genauer anschauen, was da jetzt genau war. Und dann können wir schauen, war es ein Missverständnis oder war das einfach nur ein Fake-Nutzer. Aber ich glaube, dass wir solche Leute hier nicht treffen. Das Geschenk von Bolo von Amazon kommt, ne? Wir sehen uns dann jedenfalls nachher. Bis dann. Ist leider nicht gegangen, keine Ahnung wieso. Jetzt fühle ich meinen Controller nicht, aber da liegt jeder. Weil ich weggegangen bin, habe ich alles runtergeschmissen. Die Schaufel habe ich da aufgesammelt. Keine Ahnung, er hat noch. Ich habe das Ganze. Jetzt haben wir 17.01, wie ihr seht. Ich habe das Ganze jetzt verlängert auf 17.30. Deshalb hat er noch ein bisschen Zeit, aber er hat dann bald Abendessen, deshalb. Ja. Aber wir lassen uns davon ja nicht aufhalten. Deshalb machen wir jetzt einfach weiter, würde ich sagen. Ich stelle das Mikrofon da drüber. Die Rüben können noch verdorben sein. Okay, ich zeige euch mal mein Inventar oder mein Lager. Weil ich war auf Treasure Islands, 22 Euro dafür ausgegeben. das Licht ist aus. Es gibt kostenpflichtige Treasure Islands und die nichts kosten. So, ich zeige euch mal schnell mein Lager. Beginnen wir von oben. Komm, wir machen von unten. Da hat sich relativ wenig geändert. Mag das so das Lager, Weichholz. Hartholz, normales Holz. So. Jetzt kommt aber gleich die Veränderung. Genau.
Das ist schon die erste Veränderung von einem Köder. Ja, so, und jetzt zur zweiten Veränderung. Wir haben hier Zäune, viele. Die dritte Veränderung ist, wir haben hier Grunoide, oder wie man die nennt. Grunoid, okay. Egal, das ist auch eine Veränderung. Gibt es noch was? Ich weiß es nicht. Wie soll ich sagen? Also wir haben ein bisschen mehr Setzlinge als sonst. Auch eine Veränderung. Mehr ist hier. Von Animal Crossing. Das schauen wir dann, welches Spiel. Ja, man sieht vielleicht auch noch so ein paar Veränderungen vom Design her. Ich glaube, es kommt eh noch ein bisschen was. Ja, das ist halt noch eine Veränderung. Mehr Items. Toaster zum Beispiel. Das werden wir heute zum Beispiel platzieren. Ja, Kiste. Viele Möbel. Alles eine große Veränderung. Straßenlaternen kann man immer brauchen. Säulen. Das war es auch tatsächlich schon. Ein Safe haben wir auch. Aber wir werden uns jetzt mal um die Standardausrüstung kümmern. Die ich nicht finde. Was ist das denn wieder? Als ob. Es gibt keine Reiter für Werkzeuge. Okay, Kescher. Schaufel ist drinnen, aber die werden wir jetzt eh noch brauchen. Goldschleuder, Axt und Steinaxt. Ist drin. Aha, ach ja. Ich habe gesagt, wir werden noch was anderes platzieren. Oder nicht platzieren, sagen wir so, eingraben. ja. Hinterfragt es mal lieber nicht, wie das passiert ist. So, wo haben wir das? Bruder! So. Die Tomaten sind schon ausgewachsen, weil ich habe ja vorbeigeschaut. Gestern war der Schuhmacher da. Ich war aber mit Verscheinens beschäftigt, deshalb bin ich gegangen. Zieht Hamid oder Hamlet endlich auf die Insel. Und wann schaue ich endlich nach, ob es der Richtige ist? Ach, ich glaube die Mira, nee, das war nicht die Mira. Es war eher dieser, unser erster Affenbewohner. Nee, unser erster Bewohner. Und das ist ein Affenbewohner. Und der wollte ausziehen, ich habe ihn aber nicht ausziehen. Vielleicht Mira auch, keine Ahnung. Aber ich weiß es nicht, gestern oder heute, ich glaube das war heute. Genau. Und ja, ich habe ihn noch nicht ausziehen lassen, Ludwig war das. Ich hoffe, euch gefällt die Qualität meiner Videos. Da haben wir schon unsere schönen Tomaten. Okay. Das ist die Minka. Nicht Mira, Minka. Warte. Minka? Wer wohnt dann hier? Nee. Mira. Jo. Ja. Bitte schön. Komm. Eine Goldschleuder, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Fett, so eine Gerätschaft. Gottverdammt! Gerätschaft wollte ich schon immer mal haben. Jetzt kann mich keiner mehr aufhalten. Daha, ja? Wie du mir, so ich dir. Da, das Armbindehemd ist für dich. Hatten wir das nicht schon gestern? Oder letztes Mal? Danke jedenfalls. Ja. Komm, lass mal, ich brauche im Moment keine Schleuder. Aber
Paminka muss umziehen. Tanok, wir müssen uns doch... Ich hoffe, wir haben heute keine technischen Probleme am Start. Wo ist das Unkraut von Gerd? Nintendo, Nintendo, was soll diese Scheiße immer? Ja, es geht um die Eigenheimberatung auch, aber... Lagerarbeit dann. Ich überleg's mir. Ja, Infra kann nur. Wohnhaus. Da. Ah, sind eh ähnlich. Warte, habe ich dann Minka oder Mira als Amiibo-Karte? Mira. Jep, mache ich. Dann wollen wir mal rasch hören, was Minka so denkt. Nur eine Einzelkündchen bitte. Ja, wir telefonieren jetzt. Hoffentlich keine technischen Probleme, wie gesagt. So stehen die Dinge also. Ja, ja. Nun, Minka, möchtest du an die Stelle ziehen, die Tobias für dich aussucht? Da bin ich sowas von dabei. Ein Umzug auf der Insel geht bestimmt total ab, Mauzi. Vortrefflich. Dann ist dir alles klar. Dann kümmert sich Tobias und ich um den Rest, ja? Gut. Wieso hast du eigentlich keine Ladesequenzen? Und ich schon. Betrug. Passiert aber schneller. So, Tobias. Der Plan steht. Dann lass uns nun rasch noch die Bezahlung erledigen. Als nächstes müsstest du ein lauschiges Plätzchen für das neue Haus von Minka finden. In deiner Tasche findest du das Umzugskit, das ich zu diesem Zweck dir überreicht habe. Damit spazierst du einfach dorthin, wo das Haus stehen soll und setzt es dann ein. Ja. Yep. Das ist wichtig. Ah, jetzt sind wir gerade da. Ja, aber nicht da online. Also gestern schon, aber da war ich nicht da. Camper einladen. Was ist das hier? Nintendo Deutschland. Das habt ihr wieder mal super programmiert, Nintendo Japan. Ist echt. Ist ein japanisches Spiel. Nintendo ist aus Japan. Muss ich mal korrigieren aus Hyrule Warriors jetzt. Was soll diese Scheiße, Nintendo? Okay, dann machen wir es weiter, ne? Und wieso jetzt wieder das ist? Nun ja, es gibt schlechte Neuigkeiten. Ich habe den Trick wieder angewendet, ja, damit wir wieder voll sind. Aber wir können leider zumindest, glaube ich, dass es nicht anders geht, das Spiel nicht zu 100% spielen. Wieso? Da könnt ihr euch mal bei den, keine Ahnung, es ist ja ein, sagen wir so, das liegt ein bisschen auch an Nintendo. Jedenfalls ist es so, dass man das Rüben-Achievement nicht kriegen. Wieso? Nun, weil da die Rübenpreise so hoch sind, dass das alles kaputt macht. Also Nintendo kann es anscheinend nicht reparieren. Also was sind das wieder für Scheißregeln, Nintendo? Was ist das? Und ich glaube, ich habe Minka auch. Warte. Hallo, Licht. Hallo, Sanitäter. Das gibt's ja nicht. Jetzt verletze ich mich gleich noch. Und die Lampe steht schief. What the fuck? Also es wäre wirklich gut,
Naja, jedenfalls mein Arm und mein linker Fuß tut weh. So, Donnerstag habe ich Grippeimpfung. Da gibt es ja den neuen Nasenspray, der mir, von dem ich nicht so ein Freund bin. Deshalb wieder Spritze und da muss halt mein linker Arm fit sein. Das ist, okay, jetzt steht es wenigstens so richtig. Ja. Ja, passt schon. Was ich eigentlich suche, ist... Haben wir zufällig einen Käfig? Nee, Waschmaschine. Ich hoffe, ich schreibe es richtig. Kann mich hier immer korrigieren. Waschmaschine. Also weil, vielleicht findet das nicht, weil ich falsch schreibe. Keine Ahnung. Ist immer möglich. Ups. Ich habe auch viele im Museum abgegeben. Für Kofi und Raya. Ich habe ein bisschen mit den Ködern geangelt. Also ein bisschen off-cam. Bin immer noch, wie gesagt, ein bisschen krank. So, okay. Wie viel haben wir jetzt da? Das sieht nicht sehr nach genug aus. Fragen wir ihn mal. Eigenheimberatung ist sogar richtig. Lagerarbeitern. Ja. Ja, was ist mit der Werkbank? Naja, dann werden wir mal einpflanzen, würde ich sagen. Ja, Ladesequenz ging jetzt nicht zu cutten. In der Ladesequenz kommt, wie gesagt, manchmal so ein Fisch. Lustiges Detail. What the fuck? Okay. Achso, da war ja was. Okay, dann wird jetzt ein bisschen geterraformt. Was ist das hier? Leck mich doch am Arsch. Was soll das? Ciao, kein Bock. So. Muss das Ganze leider löschen. Was ist denn da so? Ich muss es löschen. Ich bin jetzt übrigens seit seit gestern Mitgliedschaft in der Mitgliedschaft von Nintendo. Hab heute zu bei der Ehrenmitgliedschaft war ich gestern und habe jetzt kostet 6 Euro. Und habe heute zur Community-Mitgliedschaft gewechselt, die kostet 12,99 Euro pro Monat. Ja? Ich spende doch immer ab und zu ein bisschen was. Aber jetzt fliegen wir. Scheiße, ich habe es nicht cutten können. Naja. Tut mir leid, dass man dann nur ein bisschen. Schon gut. Aber das ist geschlossen. Man kann noch ein Krankenhaus gestalten, aber ich gehört jetzt aber mal zur Hawis-Insel, das hätte ich hier vornehmen können. Ich wollte zuerst dorthin, aber... Hm?
Damit war wieder kurz der Ladesequenz, wie vorher. Und wie ich überhaupt gehört habe. Egal, jedenfalls hat uns nichts gebracht, nicht dass wir wollten. Gut, wir gehen arbeiten. Dodo 1, hier spricht Dodo Toa. Udo, empfängst du mich? Habe ich jemanden, der etwas Höhenluft braucht? Roger, alles startklar. Okay, dann guten Flug und viel Glück. Wieso eigentlich viel Glück? Im Sinne von viel Glück, dass du nicht abstürzt. Ich cutte die jetzt absichtlich nicht, weil mich was interessiert. In Zukunft wird sie wieder gecuttet. Okay, aber geht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hey, sieht man dich auch mal wieder? Alles klar bei dir, Tobias? Wenn du dich wieder an die Arbeit machen möchtest, sprich doch mal vorher kurz mit Carlotta. Mhm. Ich brauch... Ja. Wie viel Geld habe ich? 6.000 Poki. Riecht voll, du kannst es sagen. Okay. Ah, gibt's auch eine Ladesequenz, wusste ich nicht. Ja, ich muss mich dann ein bisschen dran gewöhnen. Und das geht nicht? Naja, okay. Und das kann ich per Post nach Hause schicken, das ist krass. Etwas wegpacken. Moment, geht das halt überhaupt nicht. Kommen diese Maus nicht zurecht. Die macht nicht das, was ich will. Kann du mir doch nichts zu sitzen kappen. Nehme ich. Schnäppchen. Nehme ich. Danke. Es ist mir im Moment noch zu teuer. Ja, muss ich. Gut, dann packe ich das mal schnell. Hat jetzt kurz die Ladesequenz gesehen, aber ich versuche euch das immer rauszuschneiden, weil es einfach nötig ist. Und jetzt werden wir arbeiten. Ich hab nichts an, bezogen Kleid. Also stimmt, ja, war ja was mit Patient. Oh, hallo. Da bist du ja. Du fängst mit deinem nächsten Auftritt an, richtig? Bono wird dir die Arme greifen. Sieh mal da drüben. Besucher finden sich gerne am Strand dort. Und wer könnte es ihnen auch verdenken? Sie sind den weiten Weg gekommen. Es gefällt ihnen hier. Da denken sie bestimmt an ein Ferienhaus, oder?
blickst du ihnen in die Augen. Es ist fast so, als könntest du ihre Gedanken lesen. Der Wunsch, sich an einem paradiesischen Ort zu entspannen, steht bei ihnen quasi ins Gesicht geschrieben. Also wenn du ins Geschäft kommen möchtest, sprich diese Leute einfach an. Wir kümmern uns mal um die Einsamen. Das ist ein Secret, dass ich aus jetzt ist gar nicht so okay. Weil ich glaube, da sind die immer nachher. Okay, dann nicht. Dann kümmern wir uns um dich. Hier gefällt es mir ganz gut, aber ich muss dich was fragen. Wer bist du nochmal? Oswald. Os, ne? Von Oster. Oh, von der Ferienhausagentur. Na dann, gern geschehen. Ich meine das Kompliment eben. Wenn du etwas Zeit hast, können wir ja über ein Ferienhaus quatschen. Reden wir darüber. Das wollte ich hören. Direkt bereit zum Loslegen, das wird ein Spaß, Röhr. Danke, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Ich weiß das zu schätzen, Röhr. Also für mein Ferienhaus hatte ich mir Folgendes vorgestellt. Oh, dein Konzept gefällt mir gut. Gut, dann sollten wir als nächstes entscheiden, wo dein Ferienhaus hinkommt. Hast du schon Vorstellungen? Darüber habe ich lange nachgedacht und entschieden, dass ich euch das entscheiden lasse. Außerdem habe ich entschieden, dass du vielleicht für mich entscheiden musst. Na gut, dann werden wir wieder eine geeignete Lage für dich aussuchen. Auf dieser Karte kannst du sehen, welches Grundstück verfügbar ist. Wähle ein Grundstück, das du empfehlen möchtest und schlage es vor. Bauplatz vorschlagen. Jeder der kleinen Inseln in diesem Gebiet verfügt über ganz speziell Fischeinheiten. Okay. Da ist Frauke. Er hat gesagt Brettspiel. Und da ladet man doch normal viele ein. Also ein relativ großer Ort. Und das wäre definitiv hier. Oh, da steht ganz schön. Ja.